Oh, ihr seid wach. Das beruhigt mich aber. Schließt euch den grauen Wächtern an. Erlebt die besten Kerker im ganzen Land. Das lockt bestimmt eine Menge neuer Rekruten an. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Hilfe! Jemand muss uns helfen! Meine Freundin stirbt! Was ist mit dir los? Ja, Liebste. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht mehr am Nacken sitzen müsst? Ah, ihr müsst die neuen Rekruten sein, die wir erwartet haben. Ihr seid zu spät. Der Rest eurer Patrouille ist im Lagerraum. Findet sie und macht euch bereit zur Inspektion. Ich kümmere mich darum. Hey, löst ihr mich ab? Wurde aber auch Zeit. Gut. Vorsicht mit der vermaledeiten Kettenrüstung. Der Kommandant zieht uns beiden die Haut ab, wenn er auch nur eine Rostspur findet. Oh mein Haar, wäre ich heute nicht an den Wachen vorbeigekommen. Ich kümmere mich darum. Verdammte Parole schon wieder. Deshalb schreibe ich sie mir jeden Tag auf und stecke mir den Zettel in. Aber selbst in die Tasche. Letzte Woche habe ich fast 3 Stunden im Gang im 2. Stock festgesessen. Ich schwöre dir, diese Wachen sind von Dämonen besessen oder so. Braucht ihr irgendwas? Dem Erbauer sei Dank. Aber was ist mit ihm? Gibt es ein Problem?
Nun, der Gehilfe des Quartiermeisters ist im Moment nicht gut auf uns zu sprechen. Ich hab's dir ja gesagt. Wir hätten die Kartoffeln direkt in den Keller schaffen sollen. Es ist einiges schiefgelaufen. Fehler wurden gemacht. Taren Logan hat sich den Quartiermeister zur Brust genommen und er sich dann seinen Gehilfen. Und um sich für diesen Ärger zu rächen, gibt der Gehilfe des Quartiermeisters jetzt unsere Schwerter nicht heraus. Und ohne vorschriftsmäßige Schwerter kommt man nicht durch die Inspektion. Er ist die Halle runter, in der Waffenkammer. Der Erbauer stehe uns bei. Ihr solltet euch darauf die Inspektion vorbereiten. Trödelt nicht! Los, wir treiben ihn in den Wald. Wie lautet die Parole? Ach, verdammte Rekrutenfrischlinge. Ohne die Parole kommt hier niemand durch. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das... Mach dir keine Sorgen. Irgendwann muss er ja einnicken. Nein, muss er nicht. Wenn er uns mit seinem Hass töten könnte, würde man jetzt schon für uns beide den Gesang singen. Andrastes heiliger Gürtel. Er ist weg! Los, steh da nicht einfach nur rum. Hol dir dein Schwert, bevor er zurückkommt. Dann treten wir beim Oberst an. Ihr glaubt also, für euren ersten Patrouillengang bereit zu sein, was? Das wollte ich hören. Ihr da! Jawohl! Steht gefälligst stramm! Soldaten der königlichen Armee stehen niemals in gebückter Haltung! Und ihr? Jawohl! Nicht herumzappeln! Gezappelt wird in der Freizeit! Jawohl, vielen Dank! Arschkriecher! Ihr da, Blonder! Jawohl! Was ist das Einzige, ohne dass ein Soldat niemals auskommt? Was sage ich ihm? Ehre! Besser als erwartet. Ehre ist das Beste, was ein Mann haben kann. Sorgt dafür, dass ihr eure stets behaltet. Ich erwarte euch alle bei Sonnenaufgang zurück. Und jetzt raus hier. Möge der Erbauer über euch wachen. Beim Erbauer! Richtige Soldaten! Ja, ich bin mir sicher. Das ganze verdammte Fort freut sich für uns. Beweg dich! Parole. Kaninchen, oder? Ihr geht wohl auf eure erste Patrouille, was? Viel Glück. Immer aufmerksam bleiben da draußen. Es tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Später wieder. Ich kümmere mich darum. Es ist gut. Ich die Pflichten übernehme. Möge Andraste stets über euch wachen. Es ist stets ein stolzer Tag, wenn ein Soldat Pflichten übernimmt. Viel Glück da draußen.
Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht am Nacken sitzen müsst? Ihr müsst die neuen Rekruten sein, die wir erwartet haben. Ihr seid zu spät. Der Rest eurer Patrouille ist im Lagerraum. Findet sie und macht euch bereit zur Inspektion. Ich kümmere mich darum. Hey, löst ihr mich ab? Wurde aber auch Zeit. Gut. Vorsicht mit der vermaledeiten Kettenrüstung. Der Kommandant zieht uns beiden die Haut ab, wenn er auch nur eine Rostspur findet. Oh, mein Haar wäre ich heute nicht an den Wachen vorbeigekommen. Ich kümmere mich darum. Verdammte Parole schon wieder. Deshalb schreibe ich sie mir jeden Tag auf und stecke mir den Zettel in. Aber selbstverständlich. Letzte Woche habe ich fast 3 Stunden im Gang im 2. Stock festgesessen. Ich schwöre dir, diese Wachen sind von Dämonen besessen oder so. Braucht ihr irgendwas? Dem Erbauer sei Dank. Aber was ist mit ihm? Gibt es ein Problem? Nun, der Gehilfe des Quartiermeisters ist im Moment nicht gut auf uns zu sprechen. Ich hab's dir ja gesagt. Wir hätten die Kartoffeln direkt in den Keller schaffen sollen. Es ist einiges schiefgelaufen. Fehler wurden gemacht. Taren Logan hat sich den Quartiermeister zur Brust genommen und er sich dann seinen Gehilfen. Und um sich für diesen Ärger zu rächen, gibt der Gehilfe des Quartiermeisters jetzt unsere Schwerter nicht heraus. Und ohne vorschriftsmäßige Schwerter kommt man nicht durch die Inspektion. Er ist die Halle runter, in der Waffenkammer. Der Erbauer stehe uns bei. Ihr solltet euch darauf die Inspektion vorbereiten. Trödelt nicht! Los, wir treiben ihn in den Wald. Die Rüstung ist ein klein. Ich hab nicht so viel. Wie lautet die Parole? Ach, verdammte Rekrutenfrischlinge. Ohne die Parole kommt hier niemand durch.
Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das... Mach dir keine Sorgen. Irgendwann muss er ja einlenken. Nein, muss er nicht. Wenn er uns mit seinem Hass töten könnte, würde man jetzt schon für uns beide den Gesang singen. Andrastes heiliger Gürtel. Er ist weg. Los, steh da nicht einfach nur rum. Hol dir dein Schwert, bevor er zurückkommt. Dann treten wir beim Oberstar. Ihr glaubt also, für euren ersten Patrouillengang bereit zu sein, was? Das wollte ich hören. Ihr da! Jawohl! Steht gefälligst stramm! Soldaten der königlichen Armee stehen niemals in gebückter Haltung! Und ihr? Jawohl! Nicht herumzappeln! Gezappelt wird in der Freizeit! Jawohl, vielen Dank! Arschkriecher! Ihr da, Blonder! Jawohl! Was ist das Einzige, ohne dass ein Soldat niemals auskommt? Was sage ich ihm? Ehre! Besser als erwartet. Ehre ist das Beste, was ein Mann haben kann. Sorgt dafür, dass ihr eure stets behaltet. Ich erwarte euch alle bei Sonnenaufgang zurück. Und jetzt raus hier. Möge der Erbauer über euch wachen. Beim Erbauer! Richtige Soldaten. Ja, ich bin mir sicher. Das ganze verdammte Fort freut sich für uns. Beweg dich! Parole. Kaninchen, oder? Ihr geht wohl auf eure erste Patrouille, was? Viel Glück. Immer aufmerksam bleiben da draußen. Es tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Seht ihr wieder. Ich kümmere mich darum. Es ist gut. Ich die Pflichten übernehme. Möge Andraste stets über euch wachen. Es ist stets ein stolzer Tag, wenn ein Soldat Pflichten übernimmt. Viel Glück da draußen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Entschuldigt, die Königin hat mich gerufen. Ich soll mich um ihre Unaussprechlichen kümmern. Nicht viel. Nur, darf ich das für euch lüften, Herrin? Bedient wird sie von einem ihrer eigenen Dienstmädchen. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Beim Atem des Erbauers. Gut, euch in einem Stück zu sehen. In der Tat. Wir haben für eure sichere Rückkehr gebetet, Wächter. Das glaube ich. Aber wenn wir Logans Anhänger nicht bald umstimmen, werden wir in Zukunft noch lange Zeit in Fort Draken zubringen. Sehr wenig. Wir müssen zusammenarbeiten. Und zwar schnell. Mein Vater ist wahnsinnig geworden. Erst glaubte ich es nicht, aber sein Verfolgungswahn macht ihn jeder Vernunft unzugänglich. Er betrachtete mich als Bedrohung, aber jetzt erzählt er den Adligen sicher, ihr wärt gefährliche Mörder, die mich entführt hätten und mich kontrollieren. Vielleicht glaubt er sogar wirklich daran. Das dachte und hoffte ich auch. Haus Einfluss war sehr stark. Sein Tod war mit Sicherheit eine Hilfe. Aber selbst das reicht nicht.
Ich kenne meinen Vater und er weicht von seinem Weg nicht ab. Er bringt das zu Ende, um jeden Preis. Ihr braucht Argumente für das Landing und da kann ich behilflich sein. Ihr seid erst seit kurzem in der Stadt. Vielleicht sind euch einige aktuelle Entwicklungen bisher entgangen. Seit Ostagar herrscht Unruhe in Denerim. Viele Leute sind wütend oder bedrückt. Merkwürdigerweise ist die Unruhe im Gesindeviertel am größten. Da nur wenige Elfen in der Armee waren, dürften sie eigentlich keinen Grund haben, wütend zu sein. Und das wiederum bedeutet, dass Hau und mein Vater ihnen Grund dazu gegeben haben müssen. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber ich bin mir sicher, dass mein Vater seine Hand im Spiel hat. Das sind nützliche Spuren, Enora, aber das hätte uns alles auch euer Dienstmädchen sagen können. Das stimmt. Ich fürchtete als Hausgefangene um meine Sicherheit. Aber Erlina schickte ich zu euch, weil ich mich mit euch zusammentun wollte. Ihr braucht die Beweise für das Landing. Aber ihr braucht auch einen stärkeren Kandidaten für den Thron. Ihr braucht mich. Alistair ist sicher fügsam genug und auch ehrbar. Aber trotz seines Blutes ist er kein König. Und das sehe nicht nur ich. Und außerdem ist Alistair ein grauer Wächter. Es sieht aus, als wolltet ihr einen grauen Wächter auf den Thron setzen, entgegen eurer Behauptung. Ich bin eine neutrale Partei. Und ich bin bereits Königin. Enora, ihr seid zwar Kaelins Witwe, aber... Ich bin die Tochter von Ferelden's größtem General. Wer hat denn wohl das Land in den letzten 5 Jahren regiert? Etwa Kaelin? Dieses Land braucht mich. Keinen König ohne Erfahrung, der den Thron zudem gar nicht will. Ich kann euch helfen, meinen Vater aufzuhalten. Überlegt euch meine Worte. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Wächter, wenn ihr kurz Zeit hättet, würde ich euch gerne unter 4 Augen sprechen. Nun, sie ist ziemlich lebhaft, nicht wahr? Ich weiß noch, wie Logan sie nach Denerim brachte, damit sie Kaelin kennenlernt. Der arme Kaelin war ein guter Junge, aber Enora war immer 2 Schritte voraus. Ein Augenaufschlag und er folgte ihr aufs Wort. Was sie sagt, ist sicher nicht unrichtig. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie Ärger bedeutet. Und es ist leider nicht der einzige, der uns bevorsteht. Das Bündnis kommt ihr gelegen. Momentan kämpfen wir vereint gegen Logan. Seid vorsichtig, wie weit ihr ihr vertraut. Ich glaube keine Sekunde, dass Enora ihre Macht einfach so aufgeben wird. Dennoch habe ich sie lieber hier und kann sie beobachten, als dass sie aktiv für Logan arbeitet. Enora hat Kaelins Land fähig verwaltet, aber in ihr fließt kein Tropfen königliches Blut. Wir haben nicht jahrelang gegen die Orlesianer gekämpft, um die königliche Linie binnen einer Generation aufzugeben. Nicht, solange noch ein Sohn dieser Linie lebt. Völlig richtig, und das habe ich auch häufig genug gesagt. Wenn Enora sich gegen Logan stellt, soll sie doch die Krone behalten. Sie steht ihr ohnehin viel besser. Ihr habt beide Unrecht. Einige Monate Erfahrung und Alistair wird ein wunderbarer König sein. Er weiß, wie man Truppen anführt und sein Land gegen Eindringlinge verteidigt. Er kann für die Gerechtigkeit kämpfen, wenn erforderlich. Er hat Mitgefühl für die weniger Glücklichen und vertraut dem Erbauer, dass er ihm hilft, richtig und falsch zu unterscheiden. Und er weiß, bei wem man Hilfe ersucht, sollte all das nicht reichen. Er wird es schaffen. Ferelden wurde als erstes von Kaelinhard, dem Silbernen Ritter, vereint. 400 Jahre lang herrschten seine Nachfahren über Ferelden. Dieses Erbe bewahrten wir vor den Orlesianern. Und dafür werde ich kämpfen, solange noch einer von Kaelinhards Nachfahren am Leben ist. Wenn uns das nicht eint, kann der nächste König Ferelden vermutlich nicht halten. Und wir würden wieder zu verfädeten Terranien. Wir haben jedenfalls viel zu planen. Nur der Erbauer weiß, wozu dieser Mann noch alles fähig ist. Natürlich. Darf ich vorschlagen, dass ihr mit Enora sprecht?
Sie ist entweder eine mächtige Verbündete oder eine mächtige Feindin. Wir sollten bald wissen, was von beiden.